Hallöchen, heute möchte ich euch ein weiteres Let's Play von Dragons Aufstieg von Berg vorstellen. Wie ihr seht, baue ich gerade meine Halle aus. Die dauert insgesamt 4 Tage, hat 29 Mille Holz gekostet. Ist auf jeden Fall ganz schön derbe, aber ich habe mir gedacht, Mann, das mache ich jetzt einfach mal, weil es relativ wichtig ist, finde ich. Ich zoome mal hier ein bisschen weg, dass ihr meinen kompletten Bild schon mal wieder seht. Dafür möchte ich mich auch noch entschuldigen, ich habe meine letzten Videos falsch konvertiert, deshalb sahen die so komisch aus. Also ich habe zwar alles richtig aufgenommen, aber bei der Konvertierung ist irgendwas schiefgelaufen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und in Zukunft kommt das auf jeden Fall nicht mehr vor, hoffe ich. War auf jeden Fall dumm, aber es passiert halt. Gut, dann checken wir erstmal unsere Drachen ab, schicken die gleich nochmal neu los, sammeln unser Material ein und gucken dann, was wir mit unserem Material veranstalten können. Außerdem will ich euch dann mal zeigen, welche Drachen bei mir vom Training zurückgekommen sind und welche Drachen wir dann eventuell losschicken zum Training in der Akademie. Werden wir dann gemeinsam gleich mal abchecken. Aber wie gesagt, erstmal holen wir unser Material und schicken unsere Drachen neu los. Dass wir erstmal wissen, was wir auf Kante haben, das ist ja immer wichtig, dass wir damit dann auch gut wirtschaften können. Gut, damit sind wir durch. Das Material haben wir wieder auf Kante. 10 Mille Holz haben wir da und 26 Mille Fisch. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal in der Akademie. Cool, da ist kein Drache mehr drinne. Die können wir jetzt nämlich erstmal aufpimpen. Da haben wir hier eben mal den tödlichen Nadder. Der ist jetzt schon auf Level 37. Dann haben wir hier unseren wahnsinnigen Zipper. Der ist auf Level 40. Und außerdem haben wir unseren Schnaffelzahn auf 46. Gut, dann würde ich sagen, pimpen wir den auch gleich mal. Pimpen wir den gleich mal bis 48 und schicken den dann gleich mal nochmal zum Training, würde ich sagen. Oder wollen wir uns da lieber einen anderen Drachen raussuchen? Was haben wir hier noch für einen Drachen? Ah, cool, unser Iggy ist auch fertig mit dem Training. Dann können wir jetzt wirklich mal gucken, welche Drachen wir jetzt eventuell noch trainieren. Gucken wir mal, wie lange der Schockdrachen braucht. 3 Stunden 40 Minuten wäre auch eine Variante. Aber nö, den will ich erstmal nicht. Wie lange braucht der Krallenkrabbler? Der braucht auch 3 Stunden. Dann würde ich aber sagen, suchen wir uns erstmal den Muffel raus. Weil der Muffel ja doch ewig braucht. 22 Stunden, jo, den schicken wir erstmal zum Training. Dann kann der nämlich erstmal loskacheln und dann ist der nämlich auch bald wieder zurück. Wie lange braucht Iggy? Das weiß ich auch nicht. Den pimpe ich jetzt auch einfach mal auf. Der ist jetzt auf Level 33. 4 Stunden 45 Minuten bräuchte der. Dann bräuchte unser wahnsinniger Zipper, das wissen wir natürlich auch noch nicht. Der Schnaffelzahn braucht 7 Stunden und 45 Minuten. Dann würde ich sagen, schicken wir den jetzt einfach mal los. Struff hier schüssen. So, und dann pimpen wir unseren wahnsinnigen Zipper auch noch auf. So, der braucht 8 Stunden, den schicke ich auch gleich los, dann sind wir die erstmal los. Unsere Akademie ist wieder alles im grünen Bereich, 3 Drachen sind drinnen, die gerade trainiert werden. Haben wir ja gerade gemeinsam gemacht. Gut, ich muss aber noch 7 Stunden und 24 Minuten warten, bis ich mal wieder kämpfen kann. Ich bin auf der Stufe Nummer 10, also jetzt muss ich die 11. Flotte vernichten. Das dauert auch noch ein bisschen. Außerdem haben wir ja hier unsere Sammlung. Alter, ein Spezialflüsterner Tod. 3 Tage. Alles klar. Wo können wir das hier finden? Beim riesenhaften Albtraum. Wissen wir Bescheid. Dann gucken wir gleich mal weiter. Das beim Donnertrommler. Okay. Und das dritte finden wir auch beim Donnertrommler, wa? Jo, dann wäre auf jeden Fall sinnvoll, den Donnertrommler zu suchen. Aber wir müssen erstmal noch 6 Stunden warten, bis mein Ohnezahn zurück ist. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Kämpfen können wir auch nicht. Ihr habt jetzt aber erstmal gesehen, was hier Phase ist. Außerdem will ich dann mein Holzlager noch ausbauen und mein Fischbecken. Da muss ich aber erstmal meine Halle fertigstellen und dann anschließend ein paar Wikingerhäuser bauen. Da müssen wir aber, wie gesagt, noch 3 Tage und jetzt 16 Stunden warten, bis wir das machen können. Hier haben wir unsere Akademie, da haben wir auch unsere Drachen drin, die ist auf Level Nummer 9. Unsere Drachen haben wir neu losgeschickt, Material haben wir eingesammelt. Jetzt könnten wir vielleicht noch ein paar Drachen pimpen, wenn wir wollen. Da weiß ich aber noch nicht so richtig, welchen ich nehmen soll. Dann könnten wir sagen, jo, wir nehmen den Hakadu. Aber wir könnten natürlich auch unseren Knochenräuber erstmal pimpen. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Dann rufe ich den einfach mal zurück. Das reicht zwar nicht ganz,
Aber so haben wir jetzt kaum noch Fisch am Start. Wir können ihn nochmal losschicken und brauchen ihn nur noch einmal pimpen, bis er auf 61 ist. Das ist, denke ich mal, ein guter, feiner Zug, weil der Knochenräuber ist echt ein geiler Drache und ist sowieso mein stärkster zur Zeit, mal abgesehen von meinem Ohnezahn. Der ist zwar nur auf Level 55, aber im Kampf ist der echt eine Macht. Genauso wie der Knochenräuber. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch erstmal wieder durch. Ihr habt erstmal wieder gesehen, was ich so veranstaltet habe. Und von daher wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken und drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr hier bei den Sammlungen noch ein bisschen was bekommt. Hier habt ihr den flüsternden Tod, dann gibt es ja hier den riesenhaften Albtraum. Da habe ich gerade mal 8, so eine Zahnräder, brauche ich noch 2. Dann gibt es den exotischen Hackadu, die Fischsammlung, die Holzsammlung und die Runensammlung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon irgendwas hier bekommen habt. Wenn ja, dann schreibt es drin. Ich würde mich interessieren dafür und vielleicht auch noch ein paar andere. Ich wünsche euch was, bis dann, ciao.